eine der ersten Massnahmen ist hier die Baustrasse, die zukünftige Einfahrten erfolgt nachher von dieser Richtung und der Einlenker entfällt aufgrund der Bauparzellen. Von den ersten Schritten, wenn die Baustelle eingerichtet wird, geht es nachher um die bestehenden Gebäude auf dieser Seite. Unter anderem um das Hortgebäude und das Bachsteinhaus, die werden ebenfalls rückgebaut. Aber die neue Wohnsiedlung Hornbach hat ja in Zukunft eine Kita und einen Hort plus noch eine Gewerbenutzung im Erdgeschoss. Also unter anderem wegen Hort- und Kindertagesstätte, aber generell, weil da natürlich nachher auch mehr Personen sind, wird da im Hintergrund bei der stark befahrenen Bellrive-Strasse Anfang 2018 bereits ein Fußgängerstreifen installiert. Das wird dauerhaft passieren. Und die Unterführung, die wird dann ebenfalls beibehalten. Bei den Parkplätzen, die wir hier sehen, kann man sagen, dass ein Teil wegen der Baustelle wegfällt und ein Teil bleibt erhalten. Es ist aber so, dass wenn mal die ganze Siedlung steht, in einer anderen Etappe wegen dem Hochwasserschutz, der Hornbach, der jetzt hier unterirdisch durchfließt, offengelegt wird und im Rahmen dieser Offenlegung werden nachher auch wieder ein Teil dieser Parkplätze weggefallen. Für die einen ist das ein Nachteil, andere wiederum empfinden das als Vorteil, weil sie eben die Offenlegung des Hornbach auch so als Aufwertung hier vom Quartier anschauen. Bevor man überhaupt anfangen bauen kann, wird die Baustelle eingerichtet von dieser städtischen Wohnsiedlung Hornbach. Das heisst, man tut zum Beispiel das Gebäude, das wir hier im Hinterhof sehen, im Hintergrund sehen, rückbauen und dann braucht es vorher noch eine Schadstoffsanierung. Also es gibt verschiedene Schadstoffe, die nachher von Spezialfirmen unter grössten Sicherheitsvorkehrungen fachgerecht entsorgt werden, sodass eben Mensch und Umwelt nicht gefährdet sind. Und wenn die Sanierung abgeschlossen ist, erst dann kann man nachher auch das Gebäude rückbauen. Also wenn der Werkhof mal rückgebaut ist, gibt es hier eine grössere Zone. Das heisst, der Abstand nachher zum Neubau wird viel grösser sein, weil das zukünftige Gebäude von der Wohnsiedlung Hornbach, das würde dann ungefähr an dieser Stelle hier anfangen. Das heisst, die ganze Zone dazwischen, das wird natürlich sehr viel luftiger werden und nicht so eng wie jetzt.